Kies und Kreis und Kies und Kreis und Kies und Kreis im Wald. Flugzeug stürzte ab und Kies und Kreis sind jetzt im Wald. Alle tot und nackte Menschen, Blut verschmiert im Wald. Kies und Kreis und Kies und Kreis, ja, die sind jetzt im Wald. Kies und Kreis, ja, Kies und Kreis, ja, die sind jetzt im Wald. Interessant. Anscheinend haben sich die Menschen hier in diesem modernen Bunker nur von kleinen Würfelchen ernährt. Aber wie? Warum? Weshalb? Gibt's da vielleicht einen Jingle, der Aufschluss gibt? Hast du Gehirn zu viel oder eine Leber über? Dann schneid sie in kleine Würfel und beug dich vorne über. Hinten rein steckt Würfel von Kreis Industries. Schmecken nur von hinten, im Mund sind sie ganz mies. Lecker, lecker Würfel, sie schmecken richtig gut. Sie sind aus Gehirn und aus Anusblut. Also hat Kreis Industries doch seine Finger hier im Spiel. Ist es offiziell hier eine Bestätigung? Ist so hochgerutscht, dass meine... Oh. Aber du hast doch gesagt, du brauchst das. Du brauchst es für den Kastratengesang, den du jetzt irgendwie... Oh Gott, die hinten reinstecken Würfel. Schmecken im Mund echt mies. Also, aber anal genial, ne, sagt man. Ja. Weißt du, so ein Jingle, sich mal eben aus dem Handgelenk zu schütteln, ist auch nicht so einfach. Es geht halt Bällchen. Das ist Standard. Also wenn jetzt einer sagt, machen Sie schnell einen Jingle, dann würde ich sagen, hier hast du. Wir haben es da Kanone. Kennst du die Folge mit... Warum verdienen wir denn kein Geld damit? Machen wir ja auch nicht, weil die Leute halt müssen halt uns bezahlen. Ich warte immer noch darauf, dass einer sagt, jo, ich bin so ein kleiner Musikproduzent, ich hab so ein bisschen die Ausrüstung, bring sowas unter der Hand raus, wenn ihr wollt, ne, könnt ihr mal vorbeikommen, wir nehmen was auf und produzieren da was. Darauf warte ich nur. Ich hab's auch schon bekommen, aber der hieß Platze machen. Epstein. Epstein, DJ App. DJ Appenstein hat gesagt, komm auf meine Insel. Ich leg hier die dicken Teller auf. Die alten Shellacks, Junge. Schön Shellack hier. Kennst du die Folge hier, mit, wo Cartman Roboter ist und Adam Sandler Filme schreiben muss? Weißt du, sowas könnten wir auch, wenn einer sagen würde, ich sag dir, wenn irgendwann so ein Studio uns findet, entdeckt, ne, oh mein Gott, die hauen im Minutentakt witzige Filme raus. Wir werden sofort angekettet und müssten bis ans Lebensende Filme. Ja, wir werden Netflix-Sklavenschreiber, Lies. Alter, der pfeift aus allen Rohren hier, ne? Ja klar, der hat auch so eine fiese Jellack-Lunge. Ich muss mal hier, ich ess mal noch so ein Happy Meal. Wenn du so eine Gausenlunge hast, durchs Gausennuckeln, durchs jahrzehntelange Gausennuckeln, dann... Einen ordentlichen Nuckelgausen. Der Schwellgausen meiner Mutter. Schwellachs. Was ist das denn? Ich glaube, das ist eine masturbierende Fledermaus gewesen. Ja, das geht aus The Cave. Oh, guck mal, da liegt ein Haufen rum. Weißt du, was faszinierend ist? Trotz, dass ich ja den Feuerdurchfall des Todes hatte am frühen Morgen, weil ich so scharfes Zeug gegessen habe, ich kann die ganze Zeit an nichts anderes denken und würde es gerne jetzt sofort nochmal essen, weil es so voller Geschmacksverstärker und so ist. Es ist einfach... Ich frage mich, ob die scharfe Soße... Weil die kannst du auch nicht weglassen, die gibt halt so Taste, ne? Ja, das gibt Käsepulver ist lame. Guck mal, da vorne sind Rehe. Es ist so super scharf und du leidest und hast so Schmerzen und... Es hat... Wie es stehen geblieben ist. Guck mal, es macht sich jetzt bereit. Es bietet sich an. Kannst du es lieben. Schnell reinstechen. Liebesleiche, du bist weich und warm. Liebesleiche. Ich stoß dir in den Darm. Ich hab zu viele Tiere heute. Ich hab leider keine App, jetzt musst du singen. Was? Liebesleiche, du bist so schön warm. Liebesleiche, ich stoß dir in den Darm. Liebesleiche, du bist so schön warm. Liebesleiche, ich liebkose deinen Darm. Liebesleiche, weich und flauschig auch zugleich. Liebesleiche, quillt schön auf im Gartenteich. Jetzt neu von Kreis Industries. Neu von Kreis Industries. Aufquellende Tierleichen für den heimischen Pool. Wir von Kreis Industries haben einen enormen Überschuss an Tierleichen. Unsere Versuchsroboter hatten eine Fehlfunktion. Aufgrund dessen... aufgrund dessen können wir Gräber haben wir einen Überschuss an Tierleichen.
Und deswegen will auch mit uns jemand Let's Plays aufnehmen. Genau, ja. Ja, aber das kannst, man kann nichts dafür, das passiert halt einfach so. Ne? Du redest und auf einmal hast du irgendwie Liebesleichen und muss ja auch irgendwie, muss die Welt davon erfahren. Es muss raus auch, es muss raus. Muss es auch rauslassen, den Schmerz. Ja. Ist nicht gut, das zu unterdrücken. Kriegst du Gehirnblutung. Ja, ich grab mir eine neue Liebesleiche aus. Meine alte war so aufgedunsen. Mein Alter hat ein bisschen gewüffelt. Ja, Liebesleichen, die halten nicht lange, ne? Das muss man schnell nutzen. Nee, die kriegen schnell so Löffelmuff und so. Oh Mann. Mit einem Bein auf der Epstein-Insel, sag ich dir. Ach Mann. Ja, ist doch durch, oder? Immer noch nicht. Immer noch nicht. Da musst du hier bei Dings, bei Blizzard, die hatten doch sogar, jetzt. Stand doch in den Gerichtsunterlagen, was da so drin stand, dann hatten sie so einen Raum, den haben sie dann, ja, diesen Liebkosungsraum da, ne? Ja, die Cosby Suite haben sie es genannt. Ja, Cosby, genau, aber das wäre auch wieder so ein Witz, den wir machen würden. Ja, aber ja, ich, wir haben ja auch den süßen Knospi gemacht, aber ich würde da niemanden reinlotsen, natürlich. Was ist denn an Klaus Cosby so schlimm, was hat er denn, der Klaus Cosby hat doch den Leuten nichts gesagt. Klaus Cosby. Sagen wir an meine Bill Knospis. Irgend so ein Typ, weißt du, geht einkaufen. Muss sein Personalausweis vorzeigen oder so bei der Polizei. Ich bin Klaus Cosby. Alter, was ist das denn hier für ein Schwengel? Dammreh. Achso, nee. Glühbirne sind aber auch voll. Ja, aber das war ja, so eine wir riesige holen uns Folie. Jetzt Shotgun, aber wir müssen auch irgendwie pennen. Zum Crack weich kochen. Ich mag das lieber weich gekocht. Da haben wir uns ja Crack früher weich gekocht. Du trägst so viele Heidelbeeren. Ich dachte, die hätten kein Limit. Irgendwie gefühlt früher hatten wir doch tausende. Doch, ja, aber es gibt, ich war neulich beim Netto, da hat sie gesagt, nee, Heidelbeer-Limit. Ich sag, wieso, ich will die große Schale. Nein, geht leider nicht. Können sie nicht tragen. Vor allem auch meine Tochter beim Einkaufen. Geht so einkaufen, ist ja lieb und ist auch süß, ne, weil sie dann, Papa kann nicht einkaufen gehen, deswegen geht sie und holt ein paar Sachen. Habe ich noch Geld dann extra gegeben und meinte, kannst du halt für die Schule, wenn du noch Bock hast auf Obst oder so, holst du dir halt noch Beeren oder Trauben oder so. Und dann hat sie sich dann ganz viele Blaubeeren gekauft, hat diese Schalen aber so hochkant in die Einkaufstasche da gepackt, ne? Und dann ist das alles, dann war die ganze Einkaufstasche voll, ja, dann war die ganze Einkaufstasche voller Blaubeeren und die Flasche und das Trinken und so. Und sie, nein! Aber dann ein Schrei in der Ferne. Hatten wir Glück, dass jemand anders noch zufällig da war. Und Blaubeeren hatte. Ja, und Blaubeeren dann mitgebracht hat. Onkel Barry war's. Sie isst sehr gerne Blaubeeren. Ich esse nicht so gerne. Ich esse die auch unglaublich gerne. Ich mag voll gerne Blaubeeren. Besonders wenn die so richtig schön groß sind und ein bisschen überreif. Dann haben die diesen komischen, markanten Blaubeergeschmack. Ja, aber ich finde, gerade wenn du diese Dings bei, gerade bei so, ich finde generell, es gibt gewisse Supermärkte, die sagen zwar immer, yeah, frisches Obst und so, aber, weißt du, wenn ich jetzt, meistens ist es, wenn ich hier im Rewe Erdbeeren kaufe, halten sie 2 Tage zu Hause. Wenn ich sie im Netto kaufe, sind sie geschimmelt, bevor ich zu Hause bin. Also das fängt an zu schneien. Es kommt der Winter. Blaubeerschnee. Captain Blaubeer hat auch immer Schnee gemocht. Das erinnert mich an den großen Epstein Winter 82. Du bist irgendwie fasziniert, finde, von der Epstein Isle. Ich hab aber die ist verkauft. Die ist verkauft. Ja, ja. Ich habe aber diese Doku gesehen, Alter, und das war so verstörend. Alter, ist das ein fetter Waschbär Alter, gewesen. Alter, das war ein richtig fetter Waschbär. Habe ich den weggeäumelt. Richtig. Das hat voll nice so dieses Matsch. Ja, vieles wissen wir ja gar nicht. Vieles ist ja unter Verschluss, ne? Die ganzen Akten da. Wir wissen nur quasi das Nötigste. Ja, und das ist schon verstörend genug. Das ist schon heftig. Ja, ja. Alter, da ging es richtig ab. Da ging es richtig ab. Aber noch krasser, also ich habe mal so eine Doku gesehen über irgendeinen russischen Ring. Die schwängern halt Frauen und wollen ungeregistrierte Babys, weil die verkaufen die an Milliardäre oder Millionäre, die die foltern wollen. Und da gibt es einen riesen Markt anscheinend für, Babys zu foltern. Pff, keine Ahnung. Und das war auch ultra verstörend, wo ich dann gedacht habe, ach du heilige Scheiße. Weil sobald ein Kind halt in irgendeinem Krankenhaus zur Welt kommt, ne? Ja, wird es halt registriert. Dann wird es registriert und die wollen halt Unregistrierte. Ich zieh mal meine Winterjacke an, für was habe ich das denn? Gibt's illegale Babyfights. Wir haben doch hier eine Winterjacke irgendwann eingesammelt. Hier. Haben wir das? Zieh mal an. Ach. Alter, direkt ein warmen Wolf. Da steht immer, einem ist kalt, aber einem ich hab direkt einen schönen warmen Steifen bekommen.
Habe direkt einen heißen Stiffy in mir. Jacke eingefangen. Finde Team B 3 von 3. Alter, Johnny B. Er war die Nummer 1 damals, ne? Er hat im Mund da so ein Knicklicht, aber auf irgendeinem Rave. Johnny Bilal. Aua, ey, Johnny Bilal, warum schlägst du mich? Die Leine, Mann. Danke, Johnny B., wir werden dich nie vergessen. Wo ist er hin? Der hat mich angegriffen und hat dir auf... Ach, da ist er, da oben, nee. Ich schieß in sein Rektum. Ach, das Bein, Alter. Er hat das Bein verloren. Da war ein Eichhörnchen, das wollte ich abknallen, aber es war richtig bilallisch. Rechts von dir ist auch noch, und überall sind Leute. Ich hab hier einen weggeballert. Warum kommen die jetzt auf einmal wegen Johnny B? Ja, wahrscheinlich. Hans Bernstein hat hier irgendwie... Schwanz-Bernstein-Museum, ne? Das alte Klaus-Bernstein-Museum. Ich mag Bäume fällen. Oh, guck mal, ey, die Bäume, die geben ja Stöcke hier. Ah, bessere Gegend, Nobelgegend. Das ist eine Nobelstock-Gegend. Was schönes Nobelstock. Nobelistock. Jetzt neu von Greis Industries. Oh, hast du gegessen den Nobelistock? Wir machen uns rein. Oh, was ist das für ein... Au! Fahr einfach. Voll einer... Warte mal, wo ist der? Das nehme ich persönlich jetzt. Weiß ich nicht. Der ist bei der Nobelstock-Preisverleihung von Gieß und Kreis gewesen. Ah, er hat das überlebt. Guck dir den an. Gieß und Kreis. Mal auf. Ich verteile nämlich den alten Nobelstock. Der lebt immer noch. Was für ein zäher Typ. Immer noch, ich habe ihn mit der Axt geschlagen. Warte. Jetzt aber, der hat eine Gucci gehabt. Hat eine Gucci gehabt, eine gute Gucci. Gute Gucci. Er hat eine gute Gucci gehabt. So, dann auf zur Nobelstockpreis. Den Nobelpreis. Wir teilen den Nobelstock. So, wir müssen. Wir gehen mal wieder nach Hause, ne? Der Kackstift. Der Kackstift des Jahres. Der Kackstift des Jahres 24. Wir machen das wirklich, diese coolen Twitch-Streamer, und nominieren uns selbst in Kategorien, die wir uns selbst ausdenken. Da ist ein Boot. Da ist ein Boot, Alter. Wieso ist da ein Boot? Kann man das einsammeln? Nee, aber das ist doch ein Knochenboot. Ey, ist das nicht die Yacht aus dem ersten Teil? Das ist die Nautilus. Schnautilus ist das. Die Nautilek. Franz Schnautilus. So, hier geht's nach Hause, ne? Ich hab mittlerweile 10 Arme. Moin. Moin. Los, lauf! Ja, lauf nach Hause! Oh, Alter, oh mein Gott! Aber es ist weich geworden. Ja, ja, das kann man lieben jetzt. Mein Schnabelweich ist jetzt im Trend, aber wann kommt Lippehaart? Lippehaart? Ich kenne nur Lippehaart. Meine Lippe ist auch behaart. Ich hab eine Behaart-Lipp. Ach man, jetzt kriegen wir wieder eine Klage. Stefan Hartlipp GmbH. Ja, und die Firma Gebhardt. Ja. Gebhardt kenne ich. Gebo Hart. Gebo, Gebo, Gebo. Was ist Gebo? Ich hatte mal einen Kumpel, der hieß... Ah, sehen Sie es mir, fast die Gabo kommt. Der hieß Gabriel. Den haben dann alle Gebo genannt. Und dann ist er irgendwann kokainabhängig geworden und hat alle seine Freunde beklaut. Oh. Ja. Klassiker, klassischer Gabo. Ja. Ich kannte eine, die hieß Gabba Gabi. War genauso drauf. Ja, die wollte immer nur das gute Crack von der Mittagsbude da, von der Tanke. Von der Mittagsbude da. Stoff von der Mittagsbude. Ach guck mal, jetzt haben wir doch hier gefrorenes Wasser. Können wir hier so schön rüber Kleider dashen. Mal eigenes Auto, haben wir jetzt noch eine Garage bauen für den? Wir müssen erstmal noch da hoch. Ah, kriegen wir hoch. So ein Carport. Yeah! Brennt unser Feuer noch? Nee, aber mein Wasser dürfte gut sein mittlerweile. Alles Feuer ist weg. Das ist weg? Das ist runtergebrannt. Steckt einer in der Knochenfalle? Alter Stumpf. War hier was los? Nee, ne? Nö, nee, Knochenfall ist auch. Nix los. Ach, das brennt nicht mehr wegen dem Schnee.
Hat's draufgeschneit oder was? Ich mach jetzt erstmal eine schöne Cracksuppe. Ich brauch das jetzt nach so einem wilden Abenteuer, weißt du? So eine milde? Oh, das Eis flüstert wieder. Ja, aber guck mal, es hat sich keiner hingetraut. Die Falle ist unberührt. Wir hatten niemanden zu Besuch, offensichtlich. Wo kann ich jetzt hier... Hä, ich will den... Ich will doch... Schub mal das Wasser weg. Ach, verdammt, ich kann kein Wasser jetzt mehr holen. Auch nicht am Wasserfall? Weiß ich nicht, da gehe ich gerade hin. Unten am Fluss kannst du dir was holen, aber oben nicht. Nee, auch nicht. Warum kann ich hier kein Wasser holen? Nein, das Langhaltbare. Das Langhaltbare ist mir in Dings gefallen hier. Warum kann ich nichts mehr aufheben? Jetzt ist das Wasser schön weggefroren. Hast du eine Winterjacke an? Nee, ich hab erstmal hier so ein Fleischproblem. Hä, warum kann ich das hier nicht draufstellen? Ah, jetzt. Oh nö, mir ist das vergammelt hier. Mist. Ich habe jetzt neues Trockenfleisch aufgehängt. Eigentlich müssen wir so 10 Gestelle bauen und da 100 Kilo Trockenfleisch dran aufhängen. Ich mache mir jetzt so eine Kraftbrühe. Willst du noch Jerky Lurky? Was ist eigentlich mit dem Fisch, den Bye-Bye irgendwo hingeschmissen hat? Ey, unsere Reuse, die ist natürlich jetzt eingefroren, ne? Die war auch hier irgendwo. Ich glaube, Bye-Bye ist auch eingefroren. Wäre voll witzig, wenn er das mit dem Eis drin hängen würde. Ah, Bye-Bye ist aber abhängig geworden. Alter, ich hab richtig Gammelschädel. Bäh. Ich bin der Meinung, wir müssten mal das Haus ein bisschen ausbauen und einen schönen Teppich reinlegen und ein Bett, so ein episches. Wo hast du dir eigentlich Wasser geholt? Unten. Ich musste wirklich runter, wo das Wasser halt noch in Bewegung ist. Ja. Quasi unten am Wasserfall. Ja, ja. Ja gut, aber so weit müssen wir dann zum Glück auch nicht. Aber, hä, ich kann ja hier. Da war was. Ja, ging bei mir auch irgendwie ganz komisch nur an einer Stelle. Ich baue jetzt eine Treppe, damit wir die nächste Etage bauen können. Ist denn mein Feuer hin? Ist es aus? Hä, wo hat er jetzt hingebaut? Was war? Ah, da, 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 Ananasfeuer. Ich weiß noch, da habe ich mir die CD damals, das Album von Afro Man, habe ich mir damals, da habe ich Praktikum gemacht bei. Das hieß damals noch Fernsehberlet. Ich weiß gar nicht, ob es sowas noch gibt. Das ist mittlerweile wahrscheinlich Euronics oder so. Wie baue ich denn eine Treppe? Ah, ein geiles Lied. Da habe ich mir dann das Album geholt, ne? So was hört ihr, ihr jungen Leute? Ja, mal gar nicht. Ich will eine Treppe bauen. Aber eben kann ich nur eine Rampe bauen. Hier. Oh Mist. Hast du noch einen frischen Arm? Nee. Oh, da kommen aber Leute. Da kommen aber Leute. Wir könnten uns einen holen. Alter, aus so einem Rotmann und eine Gausen. Zitterhand. Wie eine Gausen. Zitterhand, eine Gausenfrau. Wo ist die? Wie nah ist sie an uns dran? Ich hab ihr den Kopf abgehackt. Ist sie tot? Nein, irgendwie nicht, aber ist sie nah. Alter, die hat so richtige Big Gausen, ich verbrenne sie. Big Man Gausen, man. Noch mehr Gausen, Alter.
Haben nochmal angezündet. Scheint er gar nicht zu mögen. Ich glaube, der stirbt. Ja. Boah, ey, die hat mir die Fleischrüstung abgerissen. Jetzt ist sie hingefallen, weil es glatt ist. Ah, schnell. Das ist schon die zweite Gaussen-Lady. Weil hier habe ich ja eine verbrannt. Ja, aber die hat die Gaussen aber bedeckt. Anständige Frau. Trotzdem bin ich der Meinung, wir sollten sie schnell anzünden. Aber nicht, ich brauche ihren Arm. Ach so, Mist. Oh, Moment, die geben keine, glaube ich, oder? Hier liegt ein Arm, aber ich kann den nicht nehmen. Nee, nee, die geben keinen. Das sind die Großen, nur die Standard geben. Ach, Mann. Ja, so ist das eben in der Welt der Gauserei. Ja, aber mit einem schönen Arm könnte man... Mach es so. Aha. Was macht er denn da? Ah. Okay, das ist cool. Hab eine Treppe gebaut. Wir müssen aber ein bisschen umbauen. Ich sehe keine Treppe. Wo soll denn jetzt Treppe innen sein? Drin. Ach so. Ich baue doch keine Außentreppe. Wir wollen doch eine zweite Etage bauen. Eine Gaussentreppe, dachte ich. Weiwei, zieh mal Leine. Weiwei steht in der Tür. Dann rede mit ihm. Was soll ich ihm sagen? Na, folge mir oder so, dann geht er ja weg. Hier habe ich übrigens so eine Kotsuppe gemacht, falls du was davon naschen willst. Ich mache mir gerade Ramen. Mit Menschenarm, oder wie? Wenn, nein, das ist das Problem. Hätte ich noch einen Menschenarm gehabt, hätte ich Hühnernudelsuppe machen können. Da kommt Mensch rein? Da kommt Menschenarm rein. Eine Rahmenpackung und eine Hühnernudelsuppe. Hol. Hol. Baue. Unterschlupf. Wir brauchen jetzt halt super viele Steine. Um die Decke und so zu machen. Er baut den sogar hier. Wie, der baut einen Unterschlupf? Er baut einen Unterschlupf. Hör auf, Weiwei, ich wollte es nur mal testen, was er macht. Nein, wir brauchen keinen Unterschlupf, Weiwei. Baue. Feuer. Jetzt baut er hier irgendwo ein Feuer in der Ecke. Aber ja gut, welchen Leute, Planer hat er denn dafür benutzt? Hat er selbst sich aus dem Popo gezogen, hat ja auch seinen eigenen Kram. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschö. Tüdelü.